Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Kingdom of Fallen The Lost Stand. Ja, gefunden auf Steam. Die Demo könnt ihr euch natürlich auch selber runterladen. Ist ein Mittelalter-Survival-Crafting-Spiel. Ja, und wir starten blind rein und gucken uns das ganze Gemüse mal an. Und ich muss mal ein bisschen lauter machen auf dem Ohr. So, wie wollen sie sein? Kara, bewegen sie sich wie eine Katze. Regeneration deiner Werte. Sind sie ein Magier? Ändern sie ihr Schicksal. Okay, ich würde sagen, wir gehen 2 Punkte auf Stärke. Regeneration ist wichtig. Geschicklichkeit auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich theoretisch ja Intelligenz auf Magie gehen. Ich werde es aber diesmal nicht tun. Und gehe eher mal noch auf Ausdauer. Und dann starten wir rein und gucken uns das mal an. Wie gesagt, das, was ich auf Steam gesehen habe, sah eigentlich sehr cool aus. Ne? Das ist halt immer ein Video, na gut, und ein paar Bilder. Wie aussagekräftig kann das sein? Ne? Aber man hat ja erstmal einen groben Einblick oder eine grobe Vorstellung von dem, wie es denn sein könnte, wie es denn sein kann. Und ja, das sah eigentlich ganz interessant aus. Deswegen gucken wir uns das heute mal an. Schauen mal rein, was wir denn hier so machen können. Was natürlich sofort auffällt, ist erstmal, dass es auf Deutsch übersetzt wurde. Was schon mal, ja, sehr, sehr schön ist, ne? Das muss man ja mal sagen. To-Do-Liste, erste Schritte, Steine sammeln 0 von 3 und Schorfenstein herstellen und ausrüsten. Okay, wo gehen wir denn lang? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal. Sieht ein bisschen skurril aus hier alles. Bin mal gespannt, wo es uns hin verschlägt hier. So. Okay, E ist aufsammeln. Ah, große Felsbrocken hier, die wir hier einpacken. Okay, auf Tab. Jawohl, so ist es. Ein scharfer Stein zum Sammeln von Ressourcen. 5 Sekunden, Gewerk. Unten sehen wir, okay, es hat wieder eine Zeit, was das dauert. Kann in der Hotbar verwendet werden, wir werden das natürlich mal in die Hotbar setzen. Hier sehen wir natürlich auch, ne, die klassischen ganzen Sachen, die wir sonst auch immer machen können. Natürlich Bett und weiß der Teufel nicht alles was. Was geil ist natürlich, sind die verschiedenen Waffen. Aber ich denke, wir gehen da Schritt für Schritt durch und gucken uns das an, wo wir denn, ja, landen. Oh, auf Escape gibt es sogar noch, okay, was haben wir denn hier? Das Magierbuch, das Fähigkeitenbuch. Haben wir denn eine Fähigkeit frei? Benötigt einen Fertigkeitspunkt? Haben wir natürlich nicht. Gut, okay. Dann haben wir einen scharfen Stein. Können wir den jetzt auch ausrüsten? Ja, können wir. Okay. Holz sammeln, 0 von 10. Gut, okay, machen wir. Ab geht's. Mal sehen, wie lange der braucht, der Baum, bis er fällt. Ja, schon ordentlich. So, wir sollen auch weiterhin ein paar Steine sammeln. Und weiterhin natürlich auch Holz. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. Ist ja eine Frechheit. Wir hauen uns nochmal den Baum weg. Oh, jetzt zieht aber auch richtiger Sturm auf. Geil. Wow. Blitze. Da ist schon cool gemacht, ne? Da gibt's mal nix. Na. So. Stein. Ein Wetterheuer. So, und wir müssen Fasern sammeln. Oh, sieht alles sehr interessant aus. Wow.
Wow! Okay, das ist natürlich sehr, sehr geil. Sind das Forsern? Könnten Forsern sein. Jawohl, wir nehmen mal ein paar mit. So, scharfen Stein herstellen. Sollen wir noch einen? Und dann zwei Handwerkstücher. Tücher, Gebäude. Stoff. Nein. Handwerkstuch, 0 von 2. Handwerkstuch. Handwerkstuch. Dann gucken wir uns die Sache mal an. Handwerkstuch. Ich weiß nicht so richtig, wo das jetzt sein soll. Lagerfeuer, Werkbank. Türschloss. Waffen. Flintpfeil. Und da werde ich angerufen hier. Das ist ja eine Frechheit. Ablehnen. So. Ein Handwerkstuch. Wie kann ich denn... für mich ist jetzt echt die Frage, was ein Handwerkstuch ist, ne? Was soll das sein? Ein Handwerkstuch. Ich gehe mal hier an das Fass. Was haben wir denn hier? Sand, Schwefel, Würmer. Nehme ich alles. Und wir können auch eine Angelrute nehmen. Die können wir mal hier oben mit rein tun. So, na gucken wir mal. Ein Fisch, da haben wir einen. Sehr cool. Ich weiß halt immer, also ich weiß halt nicht, was die mit Handwerkstuch meinen. Was ist ein Handwerkstuch? Kürbiskerne, Rübensamen. Wir haben natürlich auch ein Gewicht. Ich gehe einfach mal... Entweder wollen sie Stoff. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es Stoff ist, was und falsch übersetzt worden ist. Ja, okay. Handwerkstuch ist also einfach Stoff. So, dann gucken wir mal. Heiltränke. Die nehmen wir mit, ja. So, ein Steinbeil basteln und eine Steinspitzhacke herstellen. Jetzt wird es wieder dunkel hier. Steinbeil und Steinspitzhacke haben wir. Und eine Steinspitzhacke brauchen wir ebenso einen scharfen Stein. Den können wir uns aber noch basteln. So, jetzt können wir auch die Steinspitzhacke machen. So, sehr gut. Holz sammeln und Stein sammeln weiterhin. Okay. Kriegt man da jetzt mehr, wenn man den... Okay. Ran mit dem Stein. Basteln und platzieren Lagerfeuer. Was ist denn das hier? Ich würde sagen, wir machen hier einfach am Meer hier
vor der Stadt machen wir unser kleines Camp. Vor allen Dingen haben wir da auch schon eine Kiste stehen. Entschuldigung. Ein Lagerfeuer. Dann bauen wir das. So. Dann auf die 5. Gut. Hühneraugen sammeln rund ums Holzhaus. Rund ums Holzhaus. Rohes Fleisch von Wildschwein sammeln. Okay. Holz. Achso, das müssen wir einschalten. Wir könnten ja aber... Mal gucken, ob wir einschalten können und können wir dann hier zum Beispiel die Fische reintun. Gekochter Fisch. Ach, das ist Flint, das Rote. Okay. Okay, zwei Fische, dann ausschalten. Nein. Gut, okay. Also, rohes Fleisch vom Wildschwein sammeln. Da drüben hatte ich ein Wildschwein gesehen, aber dafür bräuchten wir vielleicht dann schon erstmal irgendwie zumindest irgendwas. Fackel, gebrochene Schaufel, Streitkorb, 16 Holz, Knochen, Wertstoff, Holz und Stoff. Streitkolben, 16 Holz. Da würde ich sagen, dem gehen wir mal nach. Und werden uns mal wenigstens eine kleine Waffe holen. Und dann gehen wir auf Schweinejagd und die Hühneraugen, das müssen wir uns mal angucken. Ein Stamm, wow. Jetzt nicht wirklich Brille. Fäll den Baum jetzt, ja. Ran mit dem Holz. So. Okay. So, ran. Können wir denn jetzt, haben wir schon genug Holz. 51, ne, locker flockig. Dann bauen wir uns jetzt den Streitkolben. Um all dem Schwein auch etwas entgegensetzen zu können. So. Gut. Sieht so cool aus, ne? Mit diesen riesen Statuen. Mega geil. Okay, nein. Streitkolben. Schwimmen können wir ja hoffentlich. Da ist auf alle Fälle zwei Wildschweine. Ich hoffe, wir sind dem auch... Wir halten dem auch Stand. Ja, geht. So, den überraschen wir. Und ran, Wildschwein, ja, komm! Kriegst du eine, mein Freund. So. Wir nehmen natürlich gleich mal vielleicht noch ein paar
kleine Steine mit. Die kann man auf alle Fälle gebrauchen. Was ist denn das hier? Irgendwelche Pflanzen auch wieder. Was haben wir hier? Wasser trinken. Eine Wasserflasche. Ah, wir haben doch gar keine Flaschen, oder? Oh doch, haben wir. Sehr gut. Aber auf alle Fälle erstmal die Wasserversorgung geregelt. So, rohes Fleisch vom Wildschwein, das haben wir. Aber was sind Hühneraugen? Sollte es mir jetzt einfach sagen, Hühner? Wir gucken mal. Im Anfangsgebiet, ob da irgendwo eine Holzhütte sind, weil es steht ja dort so rund ums Holzhaus. Haben wir denn hier hinten ein Holzhaus? Weil wenn, habe ich es nicht gesehen. Sag ich mal so. Holzhaus. Hühnerauge. Tja. Hühnerauge könnte natürlich auch ein Gewürz sein oder sowas, ne? Also, eine Pflanze. Könnte. Hinten ist eine Truhe. Und was ist das? Den Respawn. Okay. Okay. Da haben wir einen Haufen Wildschweine. Da hinten scheinen wir einen menschlichen Gegner zu haben. Aber das sind auch andere Pflanzen. Also es könnte sein. Nee, so wie Schilf. Ah, Mais. Also Hühneraugen ist bei denen Mais. Gott. Ja, ein bisschen fressen können wir auf alle Fälle mitnehmen. Und wen haben wir da? Oh. Den Kollege haben wir schön weggenutzelt. Rum. Hier haben wir natürlich eine. Okay. Das heißt, wir könnten. Wollen wir das tun? Geht das überhaupt? Das geht. Wahrlich. So, gucken wir uns das mal an. Unser König ist dem Wahnsinn verfallen, das Königreich ist verloren. Selbst ich kann diese Weltlinie nicht retten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gehört habe. Augenlicht der Runen verschwunden worden. Aria, wo ist sie? Aria ist meine Tochter. Unübertroffene magische Fähigkeiten. Sie ist bei mir gut ausgebildet worden. Macht euch keine Sorgen um sie, aber du bist eigentlich der Schwache. Du bist es, der von der schwachen Macht ist. Lalalala. Machst du dich auf den Spur zu folgen? Hast du vor, sie aufzusuchen? Ich muss meine Tochter suchen und diese Insel verlassen. Ich bin schockiert, ich weiß es nicht mehr. Ja, jawohl, wir suchen die natürlich. Merkt ihr meine Worte?
Dieses Eiland birgt Geheimnisse, die man sich nicht vorstellen kann. Ich kann es nicht oft genug betonen. Trauer keiner Seele auf dieser Insel. Doch inmitten der misstrauischen Bevölkerung wohnt eine Händlerin an der Anlegestelle. Ihr Name ist Eisenherz. Sie ist sowohl meine Rivalin auch als meine Vertraute. Mit ihr kannst du Handel treiben. Einst trug ich den Mantel eines Ritters, aber seitdem habe ich meine Bestimmung verloren. Macht nichts. Es war die Vergangenheit. Wünschst du dir, deine Existenz fortzusetzen, musst du schnell handeln. Das Überleben des Weges bleibt dir. Wie kann ich eines hier behaupten, sie eine weitere nicht? Nö. Sehr gut. Ich guck bei dir jetzt einfach mal im Haus nach, wenn es okay ist. Nehmen Sie das Bett. Könnte ich natürlich tun. Hast du vielleicht irgendwas von Interesse? Große Kanister Hotbar verwendet ein großes Gartengrundstück mit einem Zaun, der Ungeziefer fernhält. Glas. Und eine Gießkanne. Dann kriegst du mal mein Gefäß. Ich nehme dafür mal die Gießkanne mit. Und Glas. Was haben wir denn hier? Rohes Fleisch. Schwefel, Sand. Würde ich sagen, du kriegst mal... Ja, kriegst du mal die paar Würmer und ich nehme das Glas mit. Das kann ich nicht bestimmt schmelzen. Bringt mir bestimmt mehr. So. Gekochtes und gesammeltes Fleisch. Dann gehen wir zurück zu unserem Feuerchen. Und kochen das Fleisch. Wie ich denn hier vorbeigelaufen an dem? Das verwirrt mich ja total. Das ist auch eine Kiste. Da war doch irgendwo dieser Angelsteg verflixt. Ja. Hier muss irgendwo unser Lager sein. Da vorne ist es. Hilft ja alles nichts. Wir müssen auch mal ein bisschen was loswerden im Inventar, sonst wird das hier eine Unendlichkeit. So, das heißt, wir knallen jetzt mal Fleisch rein. Einschalten. Guess. Ja. Gekochtes Fleisch. So, essen Sie gekochtes Fleisch. Mache ich. Sechs. So, und dann Maiskörner. Mach an die Bude. Ich glaube... Gucken mal. So, Handwerkstuch war ba Stoff. So, Soldatenhelm erstellen, Stoffhosen basteln, Stoffhandschuhe, also Soldatenhelm. Stoffhosen, dann brauche ich wieder Stoff.
So, dann lagern wir hier mal ein kleines bisschen was ein. Glas, Waffensplitter, den Rum, Flint, die Gießkanne, Sand, Schwefel. Gut. Und jetzt hier ran mit dem Zeug. So, Ausrüstung. Helm ist da. Stoffhosen da. So, Handschuhe und Schuhe. Stoff. Ordentlich. Schuhe. Handschuhe. Dann hohe 30 Stoff. Wie kann man denn machen? Läuft. Dann machen wir uns noch den Rucksack und die Stofftasse. Wir haben dann natürlich noch ein bisschen mehr Platz. Ah, das dauert halt ein bisschen, ne? Hilft alles nichts. Noch viermal Stoff. So, wir hätten es sogar. Na gut. So, und jetzt den Rucksack. Also, nee, die Stofftasche, nicht den Rucksack. So. Bams. Gut, was willst du jetzt? Fasern sammeln, Holz sammeln, Bäume fällen, 6 Stück. Gut. Dann. An mit dem Holz. Werden wir bestimmt jetzt die Bauen uns erklärt werden. Ahornblätter. Okay. Ganz schön dunkel nachts. Aber was soll's? Wir sehen ja relativ, wo es. Ach, der Axt ist. Der Axt ist kaputt. Die Axt ist kaputt. Mal raushauen. Einen scharfen Stein. Noch eine Axt machen. So. Und es wird langsam wieder Tag. Das ist doch die Hauptsache. Es sind ein Haufen Leute hier vorne, ne? Ich weiß nicht so richtig, ob die. Oh, die sind feindlich. Die sind ja feindlich. Das war so nicht geplant.
Na gut, wenn sie feindlich sind, brauche ich ja keine Rücksicht mehr nehmen. Und kann mich derer auch annehmen im schlimmsten Fall. Gut, den Stein nehmen wir natürlich gleich mit. Ja, nehmen wir alles. Wir nehmen alles. So viel Holz ist es gar nicht mehr. Und dann haben wir das weg. Dann gucken wir mal, was er von uns möchte. Da war irgendwas. Ich hatte gerade geklappert in unserer Nähe. Irgendwas ist bei uns. So. Na gut. To-Do-Liste. Erste Schritte. Handwerklicher Bauplan. Handwerklicher Bauplan. Vielleicht ist das wieder was anderes. Handwerklicher Bauplan. Aber das wird es wahrscheinlich schon der sein. Gehen wir mal davon aus. So, und einen Handwerkshammer. Handwerkshammer könnte natürlich auch der Schlegel sein. Ja, das wird es auch bestimmt sein. Ja. So, ein Fundament bauen. Rampe bauen, Türraum bauen. Bauen Sie beliebige Wände, Decke bauen. Okay. Wir müssen wieder hier das Zeug einsammeln. Wir bauen Fundamente. Kraftstoff, Waffen, Munition, nein. Ausstattung, Komponenten, nein, 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 nein. Vielleicht muss ich den. Ach, verdix. Nein. Nein. So. Aha. Okay, halbes Dach. Für den Bau von Gebäuden ist ein Fundament erforderlich. Okay. Dann würde ich sagen, wir übernehmen einfach das, was hier schon da ist, wenn das geht. Natürlich geht es wieder nicht, ne? Das ist doch... Na gut. Dann eben nicht. Oh mein Gott. Okay, das Bauen. Oh, 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 oh. Jetzt. Warum geht das nicht? Ach, weil die Truhe da ist, ne? Ist das eine Krise? Warum geht das nicht? Ugh.
Meine Güte. Na gut, egal. Treppe, was sag ich? Rampe, ne? Was denn? Fundament bauen, Rampe bauen. So, Türraum. Wände. Kein Holz mehr. Ach, nicht genug Holz. Nicht genug Holz. Dann müssen wir den Bäumen nochmal zu Leibe rücken. Und wenn wir dann unseren ersten Unterschlupf haben, also wir bauen das natürlich oder wir machen das genauso, wie die Leute das wollen, wird jetzt keine extreme Festung, dass man jetzt sagt, wow, ist die wunderschön, aber... So, dass es halt erstmal als Unterschlupf dienen kann. Und wir natürlich auch vor Wind und Wetter geschützt sind, ne? Ja, das will man ja auch nicht in dem Pisswetter draußen stehen. So. Bäume wachsen auf alle Fälle auch schnell noch. So. Dann die 6. Wir wollen eine Wand. 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 So. Wir bräuchten vielleicht da, wenn wir eine Tür... Ach so, ja. Man hätte natürlich auch mal ein Fenster machen können. Aber ich habe doch hier so ein... Genau. Der sogenannte Schlegel. Zerstören. So, und jetzt können wir hier... Mal... ein Fenster einbauen. Wie gesagt, es ist jetzt total spartanisch, ne? So, ohne Decke. Dach. Ein schräges Dach. Halbes Dach. Ach, du schonst es nicht. Wieder kein Holz. Nee, Holz haben wir. Wo liegt's jetzt? Was ist jetzt das Problem? Nicht genug Ahorn. Genau 4. Holz haben wir noch ein bisschen.
Ach du heilige Mutter. Okay. Was? Okay. Decken. Gibt es denn Decken? Mann. Wo sind denn Decken? Dreiecksdecke. Okay. Aha. Top. Totem basteln und platzieren. Basteln Totem. Ein Totem sollen wir basteln. Totem, Totem, Totem. Brauchen wir noch mal 10 Holz. Ja, die Ahornblätter, also da brauchst du aber auch einige, wenn du so ein Dach machen willst. So. Meine Güte. Zack, 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 ran mit dem Holz. Kannst du unendlich Holz formen an sich, ne? Wenn du da mal zu was kommst. Ein Totem. Tür. Einfaches Schloss. Gut. Also, zack. Nein. Nein. Gut, Werkbank basteln und platzieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, 30 Holz. Was ich auf alle Fälle mal probieren wollte, wäre definitiv so ein Ritter dort vorne. Da habe ich einen Bock drauf. Ich würde sagen, Streitkolben, Heilung. Da kommt sowieso gerade raus. Müssen wir uns auch nicht verstecken vor dem Kollege. Der hat es bestimmt verdient. Schon haben wir einen Bogen. Hier ist jeder für sich. Stoffhose, ein Bett, Alkohol. Wir nehmen mal einen Heiltrank.
So, der hat ein Schwert fallen lassen. Schaden 20. Schaden 23. Nicht besser. Ja, komm, Bogenschütze. Trau dich. Noch einen Bogen brauchen wir nicht. Äpfel. Spezialwaffe. Was? Verwöhnter Apfel? Irgendjemand kommt, ich hör's. Ja. Nein! Oh Gott. Hat was so nicht geplant. Wo ist der Ritter? Ritter tauge nichts. Ui! Da haben sie mich. Und, ach, neue Start. Echt? Muss man von ganz neu anfangen. Ah, okay. Das Loot ist aber weg, ne? Und man muss dann halt wirklich komplett, also wenn man einmal gestorben ist, ist das ganze Loot weg. Man müsste theoretisch wirklich wieder alles sammeln und wieder bei Null anfangen. Ich meine nicht, oder gut, man könnte mal gucken, ob man es vielleicht aufsammeln könnte. Das gibt es ja auch manchmal, dass dann die Leiche dort liegt. Na. Der Baufortschritt ist auf jeden Fall da. Ich wollte es einfach mal wissen, Leute, ne? Es würde ja theoretisch heißen. Vielleicht. Ah ja, okay, die Gegner sind aber wieder da. Die Gegner sind wieder da. Dann gucke ich jetzt einfach mal, ob das wäre oder ob das so nicht wäre. Oh, die sind aber auch zielsicher. Na okay. Schade. Na gut, habe ich jetzt ein bisschen damit gespielt halt, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Den Herrn Loot hatten wir. Ich würde sagen, für ein allererstes angezockt ist es zumindest mal ein Einblick. Es ist halt ein klassisches, also Crafting, sammeln, craften und dann halt wahrscheinlich auch mal die Ritterburgen befreien, um halt etwaige andere Sachen und Items stehlen zu können oder ja, zu finden. Deswegen ganz cool gemacht. Schade finde ich ein bisschen mit die Fähigkeiten. Ich hätte gern da noch ein bisschen, weil da ist schon einiges hier, was man machen kann, ne? Maximale Gesundheit, verfügbare Skillpunkte 0, ja. Aber es scheint schon relativ großes, also viel zu machen zu geben, ne? So ein bisschen. Obwohl die Welt an sich jetzt auch relativ begrenzt ist. Wenn man jetzt mal so ein bisschen rumläuft. Man hat hier vorne die zwei Schlösser links und rechts. Aber hier ist dann auch Alpha-Wand, oder? Nee. Wow, das sieht schon cool aus, ne? Das gucken wir uns jetzt einfach mal dort vorne an. Wir scheißen drauf, ob wir ausgerüstet sind oder nicht. Das ist schon cool. Ein alter Friedhof oder sowas hier. Oder altes Mausoleum. Den Kollegen lassen wir lieber mal außen vor. Okay, es sind viele solche Kollegen. Ist da eine Treppe oder?
Es sieht nur so aus. Ja, Style ist halt geil, ne? Coole Sache, ja, oder? Aber anlegen tun wir uns mit denen mal lieber nicht. Und dann, ab. Komm schon. Na, das sieht halt mega geil aus, ne? Ah, diese Skulptur, die ist natürlich der Hammer. Also, die sehen echt fett aus. Kommt man aber auch nicht hoch, ne? Nö. Ja, da bräuchte man natürlich mehr Zeit, um da einen Let's Test angezockt einigermaßen in... Oh, das sieht auch cool aus. Einigermaßen so machen zu können, dass man wirklich ein schönes Abbild von dem ganzen Spiel geben kann. Weil so ist es dann... Doch, das wollte ich nicht. Aber es gibt keinen Fallschaden. So ist es dann doch ein bisschen zu wenig des Guten. Ah, ich denke, hier ist richtig. Also, ich finde es echt nicht schlecht. Ein schönes Dorf. Okay, anscheinend war hier mal ein Dorf. Da ist ja gar niemand mehr da hier. Oder? Brett. Nur. So kann man sich auch Ressourcen holen, ne? Ich wollte gerade sagen, die haben wohl keinen Eingang. Oh, guckt mal. Sensen und allerlei Zeug. Ja, schon cooles Design, ne? Würde ich glatt gleich einziehen hier. Ist doch gleich perfekt für mich gemacht. Ja, siehst du? Wow. Kühlschrank. Also rumrennen und looten, da könnt ihr euch das Sporn, das Zeug zu craften. Ah, die Dinger sind halt mega cool. Optisch ist es halt geil, ne? Gibt's eigentlich eine Map? Anscheinend nicht. Schade. Das hätte sich hier, glaube ich, aber auch gelohnt. Der Tempel von Olymp dort hinten, da gehen wir nochmal hin, Leute, in der Aufnahme. Ich könnte euch jetzt natürlich auch Craft Bed und so zeigen, ja? Aber ich bin einfach aus, ja, aus Spaß dorthin und hab's mal probiert. Und da lieber gucke ich mir jetzt noch ein bisschen die Welt an. Natürlich probiere ich so viel wie möglich zu vermeiden. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich in den Kampf komme, war's das. Ah, das sieht schon cool aus mit dieser Göttinnenstatue im Hintergrund. Dann hier der Akropolis. Das ist schon nice. Ich versuche natürlich, wie gesagt, allem aus dem Weg zu gehen. Ich bin ja nicht blöd. Kann ich hier rein? Ein Portal ist hier. Da gehen wir jetzt einfach mal rein, Leute. Nur. Ja. Thank you.
Das war's. Das war's. Ach, du Heilige. Lauf, Boy. Sobald irgendein Bogenschütze kommt, war's das. Oh Gott. Oh, nutze ich. Ach, es ist cool gemacht. Du kannst dann wirklich noch so Dungeons bereisen, ne? Das ist schon nett. Also mal ganz ehrlich, das wäre, glaube ich, was, das würde in Horle auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, da hätte er auch Spaß dran. Ich bräuchte halt hier definitiv mehr Zeit. Also, das klingt vielleicht jetzt auch blöd, weil der eine oder andere sagt, du hast ja Zeit. Und ich sage euch, naja, die Angezockts bei uns sind halt immer... Oh! Alter, hat die Mimikkiste mich erwischt. Scheiße. Die Mimikkiste hat mir so einen Schrecken eingejagt. Alter, bin ich in die Höhe gefahren. Wow. Alter, geil. Also... Das Spiel, mal ganz ehrlich, das könnte wirklich ein kleiner Geheimtipp sein. Das könnte richtig cool sein. Ein bisschen natürlich schon am Anfang erstmal komisch, dass du halt irgendwo dein Häuschen bauen kannst, hast aber eigentlich überall Gegner, weiß nicht so richtig. Aber wenn du das dann machst und die Burgen befreist und dann kannst du noch durch Portale gehen, ey, da ist Luft nach oben. Also cool, das Design ist halt cool, Mittelalter-Setting ist sowieso geil. Da ist auf alle Fälle Potenzial da. Also das, ein Koop muss ja nicht unbedingt immer 6-7 Leute sein, einfach irgendwie zu zweit über die Karte machen. Oder so, hätte ich mega Bock drauf. Ist eine geile Sache. Ich glaube, wenn der Harle sich's anguckt, keine Ahnung, ob er sich's anguckt, weiß ich nicht. Aber wenn, glaube ich, das wird mir auch gefallen. Das ist ganz nett gemacht, definitiv. Tja, wenn euch gefallen hat, dieser... wirklich kleine Einblick in das Spiel, aber so ein kurzer Sneak Peek mal reinzugucken, was es denn so gibt, dann lasst uns doch wissen in den Kommentaren oder auch einem Abonnement oder Like. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Let's Test angezockt. Bis dahin, ciao Leute.